Cut! Darf er das? Daniel? Servus und herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video. Ihr kennt es doch bestimmt alle. Ihr wacht in den Ferien morgens auf und habt einfach gar keinen Bock aufzustehen. Halt einmal. Kennt ihr dieses Gefühl nicht? Nein. Ja gut, dann erkläre ich es euch mal kurz. Halt, stopp! Jetzt red ich. Nee, Andreas, jetzt bin erstmal ich dran. Ich bin gerade jeden Morgen so um 11 Uhr wach, hab aber dann überhaupt gar keinen Bock, nur mal einen Fuß vors Bett zu setzen. In der Tat. Ich lieg dann immer nur noch so eine halbe Stunde im Bett rum und denk mir dann, wenn ich aufstehe, warum bist du nicht schon früher aufgestanden? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr als so in den Ferien aufsteht oder wie euch das so am Morgen geht, auch mal während der Schulzeit oder so. Dann habe ich noch was anzusprechen. Es stehen ja eventuell bald die 400 Abonnenten vor der Tür und da habe ich einfach was richtig Cooles geplant, aber es geht ja im Moment nicht vorwärts. Ich springe gerade immer von 186 zu 187 und dann wieder zurück. YouTube mag mich einfach im Moment nicht. Du wirst nie 400 Abonnenten schaffen. Und ich habe einfach gerade so Bock, dieses Special aufzunehmen. Aber das kann natürlich erst, wenn ich die 400 habe. Kinder, halt einmal. Deswegen, wenn ihr jetzt neu seid auf diesem Kanal, abonniert ihn einfach mal. Ihr erwartet einfach ein mega geiles Special. Also ich bin dabei. Wenn schon unsere Bundeskanzlerin meine Videos feiert, auf was wartet ihr dann überhaupt noch? Natürlich verstehe ich es auch natürlich. Ich meine, ich mache jetzt gerade wöchentlich ein bis zwei Videos, beziehungsweise meistens gerade zwei. Und dann ist natürlich auch verständlich, dass nicht ganz so viele Abonnenten dazukommen. Aber irgendwie ist dann doch ein bisschen merkwürdig, dass der ein bisschen arge Hex drin hatte. Oder ich bin einfach nur komplett schlecht. Du bist scheiße. Danke. Seit Wochen geht es jetzt schon hin und her. Und ich frage mich einfach die ganze Zeit, was mache ich falsch? Alles so kleiner Noob. Natürlich können es auf der einen Seite dadurch kommen, dass ich nicht mehr so viel Neues bringe. Aber dass dann jetzt fast gar keine Leute auf den Kanal kommen und abonnieren, das finde ich dann schon ein bisschen strange. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich probiere weiter an die 400 ranzukommen. Du wirst nie f***. Früher oder später werde ich es doch dann irgendwann mal schaffen. Nein. Immer diese Pessimisten, Alter. Nimm mal diese Angelficker. Jetzt habe ich die Angel. Also freu dich einfach schon mal auf das 400 Abonnenten-Special. Auch wenn es noch zwei Jahre gehen könnte. Ich habe zumindest schon mal eine Idee, was es sein könnte. Nice. Und dann würde ich hier an der Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.